Ich Idiot, ich habe eben gerade erst gemerkt, dass mein Mikro nicht geht. Ganze Gelaber umsonst, nein! Ah. Oh. Ups. Also nochmal. Wenn wir die göttliche Quelle finden sollten, ob das wirklich das ist, was Lara möchte. Kommen wir denn da an? Na komm. Mit der Axt an Wänden einhaken. Der Hakner kann sich in die Felswände. Nee, da nicht. Ach so. Ah, das ganze Gelaber umsonst. Ja, gut, da ich das ja frühzeitig gemerkt habe, es war nur eine Minute oder sowas. Ich habe eh nicht Lara, allzu viel gesagt. Wenn du zur Kathedrale willst, Trinity ist da überall. Ich weiß, aber mir bleibt keine Wahl. So viel Gewalt und Tod. Jacobs Leute haben so viel durchgemacht, aber sie kämpfen weiter. Sie sind durch einen Eid ihrer Vorfahren gebunden. Eine Pflicht aus der Vergangenheit. Aber ich sehe ein Volk, das nur in Frieden leben möchte. Ich glaube, sie sollten die Vergangenheit loslassen. Wenn ich den Atlas finde, führt er vielleicht zur göttlichen Quelle. Wenn ich sie von hier fortbringe, müssten sie nicht mehr leiden. Sie könnten die Bürde der Wahrheit mit der Welt teilen. Aber wenn das alles zu nichts führt, weiß ich nicht, was ich tun soll. Ja, die ist um einige schlechter, dann bessern wir die mal auf. Höhere Schussfrequenz, Nachlade, Rückschussstabilität. Ich würde gerne noch was am Bogen machen. Was haben wir denn hier? Schussfrequenz. Haltezeit. So, und ich würde sagen, wir wechseln nochmal das Outfit. Oh, das hatten wir noch gar nicht. Das ist geil, das nehme ich. Weil jetzt geht's gegen Trinity. Vermute ich mal. So, erstmal hier. Wir haben immer noch keine Pfeile. Da können wir nichts machen. Keine Pilze. Wir sind scheiße ausgerüstet. Hier kaum Muni. Hier kaum Muni. Oje, oje, oje. Irgendwie da mal normale Pfeile herstellen können. Na also. Kinder, ihr dachtet, lesen lernen sei unnütz und hätte nichts mit der Jagd zu tun. Das ist eure erste Lektion. Alles ist miteinander verbunden und ich habe immer recht. Die Schlauen unter euch, die ihren Irrtum eingesehen haben und dies lesen können, erwartet nun die erste Aufgabe. Spürt eines der kleinen Tiere des Tals auf und bringt mir sein Fell. Hasen sind überall anzutreffen, bei Tag und Nacht. In unserem Tal sind sie braun und in den Bergen schneeweiß. Eichhörnchen bleiben meist auf den Bäumen. Regen treibt sie in ihre Baue. Und wenn ihr Ratten sucht, schaut in den Ruinen oder bei den Ruhestätten der Toten vorbei. Aber bitte bringt mir keine Ratte. Typisch Frau. So, erstmal hier
Fall. Gut, die... Nein. Die Munition können wir machen. So. Alles klar. Also hier sind wir wieder einsatzbereit. Hier ist bestimmt irgendwo noch was. Deswegen will ich gerade einfach mal gucken. Ob wir hier noch was haben. Scheint nicht mehr. Ach nee, das waren die Häuser, ja. Ach, ich Idiot. Alles klar. Eine Karte. Geheimnisse entdeckt, klar, natürlich, aber wie gesagt, das mache ich für mich dann. Setzen wir uns mal hin. Ah, bei dem Ausblick. Cool. Da ist ein Lager. Sie leben. Gut. Die meisten Verletzten sind sicher. Aber die Angreifer sind wieder da. Sie haben das Oberdorf eingenommen. Wir sind nicht allein. Unten im Tal organisiert sich der Widerstand. Ich dachte, da ist ein Lager. Da ist jemand. Wenn Sie zurück zum Dorf gehen, seien Sie vorsichtig. Ich glaube, die Einheimischen... Wir haben Kontakt! Alles klar! Das war ich! Was ist ein Fail? Ich dachte, die gehören zu uns. Scheiße. Wie soll ich die denn jetzt da erledigen, bitte? Kann doch gar nicht klappen. Hast du wen lebend erwischt? Ich hatte einen, den hätte ich ausliefern können. Bei dem Bonus? Ja, einer hat sich ergeben und die Firmentypen haben zugesehen. Musste ihn ausliefern. Bringen Sie sie ins alte Gefängnis? Nur die, die vielleicht etwas über den Atlas wissen könnten. Konstantin will Ihnen ein paar Fragen stellen. Den Rest halten Sie oben an der Kathedrale fest. Da wird aber jemand Spaß haben. Das müssen Sie sein. Ich hatte gehofft, die ziehen Streichhölzer für den Job. Was soll's. Wie lange bist du schon dabei? Ein paar Monate, aber das ist mein erster richtiger Einsatz. Ich war schon zu lange nicht mehr an der Front. Man rostet ein. Du? Ich arbeite jetzt ungefähr ein Jahr für Konstantin. Ein alter Kriegskumpan hat für mich gebürgt. Davor habe ich für eine der Familien in Kiew gearbeitet und musste aus der Stadt verschwinden. Haltet sie in Schach! Ich gebe dir gleich um! Ich hab sie! Oh. Hey, schießt der? Was? Wo kommst du her? Ach, da geht's auch noch hinten rum. Ich dachte, das ist eine Sackgasse. Ach, scheiße. Gut, dann muss ich von vorne kämpfen. Schade, ich dachte, die Explosion wird durch das Feuer heftiger, aber anscheinend nicht so. Gut, probieren wir es nochmal. Erstmal ihn hier. Wir finden bestimmt noch ein paar Nachkriegsschleichen. Aber ja, die sind erledigt. Hast du wen lebend erwischt? Ich hatte einen, den hätte ich ausliefern können, aber bei dem Bonus.
Ja, einer hat sich ergeben und die frühen Typen haben zugesehen. Musste ihn ausliefern. Bringen Sie sie ins alte Gefängnis? Nur die, die vielleicht etwas über den Atlas wissen könnten. Konstantin will Ihnen ein paar Fragen stellen. Den Rest halten Sie oben an der Kathedrale fest. Da wird aber jemand Spaß haben. Oh, das müssen Sie sein. Ich hatte gehofft, die ziehen Streichhölzer für den Job. Was soll's? Wie lange bist du schon dabei? Ein paar Monate, aber das ist mein erster richtiger Einsatz. Ich war schon zu lange nicht mehr an der Front. Man rostet ein. Du? Ich arbeite jetzt ungefähr ein Jahr für Konstantin. Ein alter Kriegskumpan hat mich gebürgt. Sag mal. Genau da! Mann getroffen! Gib mir Deckung! Nehmen uns auseinander! Bist getroffen! Das Knie weggesprungen. Geil. Das waren alle? Wenn ich das hier so schön mit den Flaschen machen können. Was wäre, wenn ich den Benzinkanister? Ja, der wäre immerhin in die Luft gegangen. Sieht man da Sachen abgebildet? Was steht da? Sowjetinstalling. Schau mal da. Es gibt Probleme. Riesenprobleme. Ich habe etwas rumgeschnüffelt. Ein paar Dateien für mich gespeichert und dabei eine Korrespondenz gefunden. Über mich. Und ich fürchte, ich sollte sie finden. Der Sicherheitschef weiß, dass ich Daten beiseite schaffe. Vielleicht schon die ganze Zeit. Im Moment beobachten sie es nur. Sie wollen wissen, was ich bezwecke. Ich wünschte, ich wüsste das. Ich werde sterben, nur weil ich neugierig und dumm war. Ich glaube auch nicht mehr, dass dieser Kanal sicher ist. Vielleicht haben sie dich schon erwischt. Ich werde hier draußen paranoid, aber Trinity, sie sind groß und sie sind überall. Je mehr ich herausfinde, desto klarer wird, dass ich am Arsch bin. Also, bitte sehr. Du hattest recht. Ich würde es dir gern persönlich sagen. Riecht nach Kündigung. Und wo gehen wir jetzt hin? Und die Modi lässt sie da einfach da... Die Revolvermänner können hier weitermachen. Wir werden im Basislager gebraucht. Die kommen schon klar. Roger, alles in Ordnung. Verstanden. Warte mal hier, bis die abgezogen sind. Ich könnte jetzt darüber ins Haus huschen. Vielleicht ist das keiner. Da haben wir noch. Ah, uns fehlt Bier, Scheiße. Hä? Ich seh mal nach. Verstanden. Moment, ich schau mal nach. Bestätigt. Ich glaube, da ist auch ein Feind entdeckt! Feuer frei! Da ist sie! Feuer frei! Scheiße. Rücken vor, gib mir Deckung! Weg hier! Werde beschossen! Gib mir Feuerschutz! Ach ja, gut, komm. Das können wir knicken. Alter. Das können wir knicken. Okay, da muss ich anders ran.
Scheiße, die zwei Typen sind ja immer noch da. Verdammt. Gut, gucken wir mal in der nächsten Folge, wie wir klarkommen. Das geht vielleicht dann besser. So, es geht langsam Richtung Atlas, würde ich mal sagen. Wir sind auf dem Weg. Und Trinity, Thorsten und... Nee, doch, Trinity, Thorsten und Anna natürlich, die ist ja auch noch da. Haben uns da schöne kleine Überraschungen in den Weg gestellt. Ich hoffe, da kommen wir gut durch. Und ich hoffe auch nicht mit allzu vielen Fails. Werden wir dann sehen. Und ich würde dann sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Halt, oben links hast du noch die Playlist von Tomb Raider in den Beschreibungen von dem Video. Noch Social Network. Soziale Netzwerke, ne? Wenn du kein Englisch kannst, und noch oben rechts weitere Videomediathek-Zeugs-Kacke da. Gerne mal vorbeigucken, Like oder einen Kommentar, vielleicht sogar ein Abo, wenn es dir gefallen hat. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Rise of the Tomb Raider mit der schönen Lara Croft.